Zuschauer. Ich bin Ella, Moderatorin bei Farbenfroh. Bei uns erfahrt ihr Neues, Interessantes und Überraschendes. Unsere Themen sind Rätsel, Musik, Experiment, Erfindung, Backen, Geschichte, Hobby und es gibt noch etwas zu lachen, Witze. Das Häschen fragt den Verkäufer. Hat du Rotkohl? Der Verkäufer? Nein, nur Weißkohl. Mut du mal rot anmalen, dann hast du Rotkohl. Wir sind jetzt auf dem Schulhof und hoffen, dass der Schulhof noch an der Schule dran bleibt. Denn Isabelle und Daria zeigen euch, wie man einen Vulkan zum Explodieren bringt. Wir machen, also was ihr dafür braucht, ist als erstes ein Teller bzw. eine Schüssel und die füllt ihr als erstes mit Sand. Danach macht ihr ungefähr die Mitte so ein Loch rein, dass man den Boden sieht und stellt dann dort den Becher hinein. Und danach baut ihr um den Becher herum einfach einen Vulkan. Aber ihr müsst aufpassen, dass nicht so viel Sand in den Becher reinkommt. So, was ihr jetzt alles braucht, um den Vulkan zum Explodieren zu bringen, ist einmal Essig. Davon braucht ihr ungefähr so 200 Milliliter. Dann braucht ihr noch Backpulver, 4 Backpulver, Lebensmittelfarbe und einen Löffel. Und noch einen Messbecher, wo ihr das Ganze auch noch rührt. Als erstes füllt ihr jetzt den Vulkan mit Backpulver. Bis ungefähr der Becher halb voll ist. Okay, das reicht. Danach braucht ihr den großen Messbecher. Da tut ihr dann Lebensmittelfarbe und Essig vermischen. Das rührt ihr dann mit dem Löffel um. So, und jetzt tut ihr die Flüssigkeit langsam in den Becher geben. Und jetzt kann der Spaß beginnen. Jetzt ist der Vulkan ausgebrochen und nachmachen könnt ihr es auch, aber vielleicht lieber nicht im Wohnzimmer. Wir sind farbenfroh und bei uns gibt es keine nervige Werbung, sondern knifflige Rätsel. Rätsel Nummer 1. Stell dir vor, du hast 2 Geldscheine, die zusammen 110 Euro ergeben. Einer davon ist jedoch kein 100-Euro-Schein. Welche Geldscheine hast du dann? Die Auflösung gibt's beim nächsten Mal und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Jetzt sind wir bei unserem Supererfinder Lukas. Lukas, welche Erfindung wirst du uns heute zaubern? Herz aus Stahl. Und ich habe heute meine Assistentin mitgebracht. Ich drücke euch die Daumen. Danke. Als erstes braucht ihr 2 Gabeln, egal welche Größe, und es sollen 2 gleiche sein. Dann braucht ihr Faden, es ist egal welches, bloß es sollte was sein, was nicht so juckt an Hals. Ich habe heute den Faden mitgebracht. Ihr braucht eine Schere und Heißkleber.
und bei den Heißkleber immer mit einem Erwachsenen sein. Mit einem Erwachsenen. So, als erstes biege ich die Gabel. Dann, wenn ihr die Gabeln gebogen habt, dass sie so halbwegs gerade sind, dann könnt ihr schon anfangen, die zu kleben. Dann legt ihr sie aufeinander. Und dann tut ihr hier Kleber. Dann tut ihr sie hier drauf pressen. So eine Minute warten. Und dann tut ihr an den Seiten nochmal Heißkleber, dass es noch fester ist. Dann braucht ihr den Strick, holt ihn ein bisschen aus, tut ihn um den Hals und guckt, wie lange ihr das wollt. Das andere wieder hinlegen. Ihr könntet das vorne oder hinten. Ich mache es jetzt nur hinten. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Dann könnt ihr sie euch umhängen. Hier ist das andere, was ich schon vorbereitet habe. Hier könnt ihr euch so umhängen. Die Auflösung vom letzten Rätsel ist, wenn nur einer von den Geldscheinen kein 100-Euro-Schein ist, kann ja der andere Geldschein ein 100-Euro-Schein sein. In unserem Studio sind zu Gast die Kickboxen-Profis Laura und Amat. Ich werde euch heute mit meinem Partner Amat vorstellen, wie man Bandagen, Boxhandschuhe und Schienbeinschoner hat, wozu man die benötigt und wozu man die anwendet und was die schützen. Zuerst nimmt man, wo das geflochten ist und die Schlaufe dran ist. Das Geflochtene muss nach innen, dass man das nicht mehr sieht. Und da kommt dann erstmal der Daumen rein in die Schlaufe. Dann wickelt man das ungefähr dreimal rum. Ich mache das jetzt mal. Und dann muss man auch immer mal wieder straff ziehen. Und dann geht man oben bei den Knochen, bei den Fingern, geht man dahin. Und wickelt auch ein paar Mal rum. Und die Bandagen sind dazu da, damit man sich nicht das Handgelenk bricht, wenn jemand zu doll schlägt. Und jetzt geht man beim Daumen so rum, wie ich das jetzt zeige. Und dann nochmal hier rum, damit sich das nicht so aufwickelt. Und beim Daumen, damit der geschützt ist, einmal rum. Und dann hat man hier so einen Klettverschluss. Das muss
muss man dann auch umwickeln, damit das auch hält. Das sieht dann hier aus. Und das ist die fertige Bandage. Jetzt zeige ich euch, wozu man die Schienbeinschoner braucht, und ich erkläre jetzt dazu. Die Schienbeinschoner braucht man dazu, damit das Schienbein nicht verletzt wird oder damit man sich das bricht, falls jemand zu hart getroffen wird von einem Kick, oder wenn ihr am Boxsack seid, wenn ihr da verschiedene Kicks macht, damit ihr euch das auch nicht bringt. Und jetzt zeige ich euch, wie man die anzieht. Also ich habe jetzt den vom rechten Bein. Hier ist auch wieder Klettverschluss drin. Und man geht zuerst mit dem Fuß da rein, wie so Socken. Und dann zieht man die hoch, damit das so ist. Und unterm Fuß ist auch noch sowas, damit das geschützt ist. Dann macht man das wieder mit dem Klettverschluss zu. Ich mache das jetzt auch nochmal bei dem anderen Bein. Und so sieht das dann aus. Jetzt zeige ich euch, wie man die Boxhandschuhe anzieht, und ich erkläre dazu. Also es gibt verschiedene Handschuhe. Es gibt welche mit Schleifen und welche mit Klettverschluss. Das ist aber auch kein Unterschied. Dann fährt man mit der beliebigen Hand da rein. Und wenn man mit dem Daumen und mit den anderen Fingern hier ist, kann man das bewegen. Und das schützt nochmal, damit ihr euch nicht wehtut, wenn ihr euch an den Knochen damit, sag ich jetzt mal, kämpft. Und dann kommt eine Schleife bei dem hier rein. Und das machen wir jetzt einmal mit der anderen Hand. Jetzt zeige ich euch, wozu man den Mundschutz benötigt und wie man den reinlegt. Also der Mundschutz ist erstmal in so einer Folie, also in so einem Schutz. Und der sieht so aus. Den muss man nicht so kaufen, sondern da ist noch der Wachs oder was das dran ist, ist noch alles gerade, und dann muss man das ins warme Wasser legen und dann muss man das im Mund oben reinlegen, und damit die Zähne halt nicht ausfliegen. Und so sieht das aus, wenn man den Mund schon drin hat. Und damit kann man jetzt nicht so gut reden, aber es geht trotzdem. Also ich und mein Partner Amat, wir werden jetzt zeigen, wie man am Boxsack verschiedene Tricks macht. Und die Grundlage ist bei Rechtshändern, da kommt das linke Bein ein bisschen vor und es wird eingeknickt, und das rechte Bein geht ein bisschen nach rechts und es wird ein bisschen eingeknickt, und das darf nicht zu gerade stehen, das ist nicht gut, wenn du dann läufst. Also immer ein bisschen schräger das Bein stellen. Und jetzt kommt erstmal bei den Rechtshändern ein Jab, das ist die linke Hand. Und bei den Linkshändern ist es die rechte Hand. Und jetzt fange ich schon mal an, einen Kick zu machen. Das ist der Push-Kick. Da muss man die Deckung dann oben lassen, nicht dass dir dann jemand, wenn du den Kick machst, dann ins Gesicht tretest. Und immer die Handschuhe an der Schläfe lassen, weil die ist nämlich sehr gefährlich und empfindlich. Und dann gibt es noch den Aufwärtshaken, das ist der hier, und dann gibt es noch den Seitwärtshaken. Also jetzt macht mein Partner Amat ein paar Tricks, und ja, wir würden jetzt starten mit dem Low-Kick. Der sieht so aus, und da kann man halt blocken, das geht so hier. Da kann man dann nämlich mit dem Schienbein, kann man nämlich dann den Kick abwenden. Und jetzt kommt noch einmal links-rechts. Und das war's auch. Ihr könnt es ja auch mal probieren. Und viel Spaß. Vor dir steht eine Badewanne mit Rand, und die ist randvoll mit Wasser gefüllt. Davor steht ein Löffel, eine Tasse und ein Eimer. Wie bekommst du das Wasser am schnellsten aus der Badewanne raus?
Die Auflösung gibt's wieder beim nächsten Rätsel. Bis zum nächsten Mal. Jetzt werdet ihr musikalisch unterhalten von Trommler Moritz und Mathilda. Viel Spaß! Vom letzten Rätsel ist, ihr müsst einfach den Stöpsel rausziehen. Toms Mutter hat drei Söhne, Tick, Trick und da bin ich mal gespannt, wer von euch Mickey Maus gelesen hat. Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Backrunde. Ich bin Bäckermeister Jona. Wir wollen heute nämlich einen Selterwasserkuchen backen. Damit ich aber nicht alles allein machen muss, habe ich vier Helfer neben mir. Und zwar meine fleißigen Helfer sind Lola, Henny, Jane und Sarah. Für unseren leckeren Kuchen brauchen wir natürlich auch die Zutaten. Und die erfahren wir jetzt von Lola. Also, wir brauchen Weizenmehl, Mineralwasser, Backpulver, zwei Schüsseln. Da wir keine Zitrone haben, ein bisschen Zitronensaft, Eier, zwei Tassen, Öl, Zucker, ein Schneebesen und zum Verzieren natürlich Streusel. Also wir nehmen jetzt erstmal Zucker, dann füllen wir das in den Becher, also in die Tasse und das machen wir dann viermal. Also jetzt nehmen wir die Eier. Wir brauchen 8. Wir haben schon 8 Eier aufgeschlagen, das sieht man ja hier. Und jetzt tun wir die Eier hier rein. So, und jetzt vermengen wir das alles. Als nächstes vermischt ihr 6 Becher Mehl mit den 2 Packungen Backpulver und rührt kräftig um, damit der Teig gut aufgeht. Jetzt wird nämlich das Mehl mit dem Zucker und dem Ei vermischt. Zwischendurch kommt noch mal ein bisschen Zitrone, Öl natürlich nicht zu vergessen und dann noch das Selterwasser hinein. Den Teig haben wir jetzt gerade schon in die Muffins reingemacht und jetzt machen noch meine Assistenten den Teig auf das riesige Blech. Und anschließend muss dann der Teig noch bei 175 Grad von 15 bis 20 Minuten backen. Die
die Auflösung vom letzten Rätsel. Wenn Tom seine Mutter drei Söhne hat, muss Tom ja auch einer von denen sein. Also heißen die Söhne Tick, Trick und Tom. Hallo, ich lese euch heute meine selbstgeschriebene Geschichte vor. Ich wünsche euch viel Spaß und es geht los. Der Bär. Der Winter ist vorüber. Die Vögel zwitschern, die Blumen blühen. Alle Tiere erwachen und die Vögel kommen aus den Süßen zurück. Müde guckt ein Bär aus seiner Höhle. Da sieht der Bär ein Eichhörnchen. Froh und munter springt es von Baum zu Baum. Da kommt die Biene. Sie fliegt zu jeder Blume, um den Nektar zu sammeln. Der Bär geht langsam der Biene hinterher, um ihren leckeren Honig zu bekommen. Doch die Biene braucht noch Zeit, um den leckeren Honig zu machen. Da war der Bär sehr traurig, aber er war noch mehr hungriger. Er ging wieder zu seiner Höhle zurück und guckte traurig auf einen Baum, wo gerade drei Küken schlüpften. Da wurde der Bär wieder glücklicher und so schaute er noch 4 Stunden den Küken zu. Am Abend ging der Bär müde und erschöpft zu der Biene, die ihm den leckeren Honig gab. So konnte der Bär friedlich und satt einschlafen. Ende. Was steht auf dem Grabstein eines Mathelehrers? Damit hat er nicht gerechnet. Kuchen und Muffins sind nun gebacken. Es wurde auch schon fleißig abgekühlt und nun geht's ans Verzieren. Wir haben hier natürlich ganz farbenfrohe Streusel. Erst würden wir den Zuckerguss, wo Zitronensaft und Puderzucker drin ist, auf den Kuchen streichen und die Streusel drum machen. Dann muss die Glasur erstmal fest werden, damit wir dann noch etwas mit der Zuckerschrift draufschreiben können. Keine Buntstifte oder Filzstifte nehmt, sondern nur Lebensmittelfarbe oder Zuckerschrift. Wir nehmen Zuckerschrift und schreiben jetzt auf den Kuchen farbenfroh. Wow, meine fleißigen Helfer haben sehr viel Arbeit in die schönen Muffins und in den schönen Kuchen gesteckt. Nun wünsche ich euch noch einen guten Appetit und wir kosten jetzt auch ein Stückchen. Es verabschieden sich von euch Ella und Jamia. Das war Farbenfroh, das Schülermagazin der Klasse 14. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.